Ey, yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen. Ich wollte eigentlich Ränger spielen mit Galeforce, Top-Lane-Bild und alles und jenes. Das Ganze ist wohl leider nicht mehr drin. Er wurde gebannt, was ziemlich, ziemlich doof ist. Aber ja, ich spiele Nasus. Ich habe in der Preseason sehr viel Nasus. Nee, nicht in der Preseason. Ich habe während der Season sehr viel Nasus gespielt. Besonders eher in dem Team, was sich komisch anhört. Nasus hat super funktioniert im Team. Und. Jo. Muss ich leashen? Genau, ich will mich da einfach mal ein bisschen reinfinden. Ich bin mir echt immer noch nicht ganz sicher mit den Items, die man sich holt, to be honest. Ich muss mir eigentlich Divine Thunderer holen. Ich mag das Item nicht so, wenn ich ehrlich sein soll. Ich mag Trinity sehr, gerade wenn ich ein Conqueror-Build gehe. Aber whatever, Leute. Es hat sich sogar ein neues Bild halbwegs durchgedrungen. Leute, die schlafen alle. Oder? Wow, werden nicht gepunished? Und zwar habe ich gesehen, dass Leute Divine Sunrise into Frozen Heart gehen und dann Visage. Also ich bin davor gerne Trinity gegangen mit Death Dance. Jetzt geht es leider nicht mehr. Aber it is whatever, Leute. It is whatever. Gucken wir mal nach, was wir hier reinfinden. Ich meine, Frozen Heart ist schon cool. Jetzt, wo die ganzen anderen Optionen wechseln. Auch schon, dass ich einfach weniger Damage kriege. Das ist auch nochmal ziemlich, ziemlich nice. Klar, da ist nicht mal der Dingens drauf. Es wäre cool, wenn da Leben drauf wäre. Aber wir nehmen halt das, was wir bekommen. Mal gucken, ob er mich direkt bullied. Er scheint noch nicht vorzusteppen. Das Matchup hier wird sehr eklig sein. Aber es sollte maybe manageable sein. Aber immer wenn ich nichts tun, dann gehen wir immer ins Gebüsch rein. Nasus hat letztens auch nochmal einen kleinen Buff bekommen. 0,5 Sekunden weniger cooler aus seiner Q, PogChamp. Währenddessen Nah sehr dicke Buffs bekommen hat, besonders auf seine Mega-Nah-Form. Mehr Jump Range, Mina, die Attacks mit der W hält länger. Nee, der E war das. Ich glaube, irgendwas anderes. Mega-Nah-Q macht mehr Damage. Oh Leute, jetzt überlebt. Nein. No. Oh, doch, die haben mich auch noch bekommen. Lass mal hier vor seiner W aufpassen. Da komme ich hier nicht mehr hinterher. That's fine. Danke für den Gank. Das war sehr nett. Lol. Also, den kennen wir schon gerne stacken, Kollege. Den Punkt im W kann ich mir sparen. Ich nehme mir noch einen in die Kuh mit, aber ich skill erstmal gar nichts. Ja, da move ich nicht hin. Komme ich hier nicht rechtzeitig hin. Okay, danach move da auch nicht hin. Supi. Weil die W brauche ich gerade eh nicht. So, von daher lieber noch einen Punkt in Kuh mitnehmen und den Cooler meiner Kuh senken. Das ist aber eine sehr schöne Hilfe von der Nidalee, by the way. Bro, push mal rein, bitte. Danke. Uff, Digga. Uff. Uff, wie habe ich das verdient? Also, damit ihr wisst, ich bin in Smurf Queue. Das heißt, ich spiele hier gegen eigentlich relativ viele Leute, die auch meistens Smurfs sind. Digga, die Nidalee ist auf jeden Fall ein Smurf. Also, beziehungsweise, ich denke mal, Nidalee und Jace sind Premates. Heimi Nida und Heimi Jace. Mal nachgucken. Jetzt bin ich gespannt. Also der Nah hat 83% Winrate, Evelynn 83% Winrate, Kassadin 67% Winrate, Tristana 60% und der Thresh auch 67%. In meinem Team hat jeder mehr als 70% Winrate. Herzlich willkommen in Smurf Queue, meine Freunde. Okay, ich den noch? Kennen! Oh mein Gott. Nein! Jetzt bin ich traurig. Jetzt bin ich tatsächlich traurig. Ich habe dieses Kenne-Minion geliebt, wie ein Vater seinen Sohn.
Uff. Ey, Leute, Fun Fact, ihr wisst ja, ich spiele Wild Rift. Und in Wild Rift bin ich jetzt auch Gnasus Main geworden. Geht die Kuh noch raus? Ja, easy. Okay, wir haben auch gleich 6. Wenn ich hiermit immer klein wenig runterpoken, das ist schon mal supi. Ich muss aber trotzdem auf meinen Ghost wahrscheinlich warten. Entweder kriege ich seinen Jump schon vorher raus und kann ihn dann vernünftig punishen. Aber das wird hier das Wichtige auf der Lane sein. Ja, dass ich Ulti habe, dass ich Ghost habe und dass er nicht in überhaupt erst an seine Megaform rankommt. Das bin ich auch einfach fein damit, dass ich hier farme. Das stört mich auch gar nicht. Uff. Uff. Da hat man, komm, Digga, spielst du auf entspannt eine Runde Gnasus? Krieg ich direkt so einen Smurf-Jungler. Okay, es sind alle Smurfs. Also eigentlich ist ja keiner ein Smurf, sondern alle sind ja normale Spieler. Wobei, es gibt ein Problem im System der Smurf-Queue, aber dafür kann Riot nichts. Man weiß halt nicht, wer wie hart smurft. Im Sinne von, ist es ein Diamond-Smurf? Ist es ein Challenger-Smurf? Uff, die Wave krieg ich nicht rein. Nice, sehr schön. Jetzt kann ich gleich TP nutzen, komm dann damit wieder zurück zur Lane. Und bin dann zufrieden damit. Ah, freeze das ruhig, das stört mich gar nicht. So, ich TP da eh gleich hin. Von daher ist es fein. Ui. Ich glaube, wir bauen hier mal selbst etwas früh unsere Schuhe aus. Ich TP mich hier auf dem Range mit denen drauf, dass das nicht mehr angreift. Boots sind ja generell sehr wichtig für mich. Ich habe also da so Legend Tenacity und Unflinching dabei. Also ist CC nicht ganz so wichtig für mich. Oder was heißt nicht ganz so wichtig für mich, aber stört mich nicht so sehr. Nimm die Pflanze mal mit. Er wird so oder so gleich die Prio haben auf der Lane. Das heißt, er könnte sie contesten. Kann er mal gegenpushen? Okay, ich muss es reinpushen. Maybe jumpt er mich sogar gleich an. Oh, Kassin kommt hoch. Aber ich glaube, mein Ghost kann ich mir... Ah, ne, Mann, ich pop's einfach mal. Eve ist auch hier, WTF. Okay, ich chille mal hinten. Ich denke, ich kann ihn sogar gleich überraschen, wenn ich Ulti poppe. Weil er wird wahrscheinlich stayen, um mich hier jetzt mal weiter zu bullen. Ich will gerne die E hier als zweitens maxen. Bisschen besser die Waves kontrollieren kann. Aber ich denke, das kann ich knicken. Nee, Moment mal, ich muss die Wave hier langsam reinbekommen. Ich slowpush sie erstmal an. Die X-Wave will ich dann hart pushen. Aber soweit sehr gut für uns. Sehr, sehr, sehr gut für uns.
Also, jetzt hart contesten wir die Wave. Oh ne, der hält das hier sogar auf tatsächlich. Okay, dann muss ich die jetzt auch nochmal wieder reindrücken. Was will er überhaupt machen? Der kann mich gar nicht aufhalten. Hä? Komm, spring mich an, spring mich an. Wenn er seine Kuh raus hat, engage ich ihn. Also sein Fleet war raus, seine Kuh war raus. Perfekter Moment, um für mich auf ihn raufzuspringen. Nice, sehr schön für uns, Leute. Sehr, sehr, sehr schön. So, sein Tipi ist raus. Ich könnte mir auch den Fade holen. Ich scheiße aber drauf. Ich bevorzuge lieber den Kindle Gem. Einfach nur für die Extras. Ich farm so oder so for free. So, mit meinem nächsten Ghost ist er auch tot. Uff, die Tristana ist aber saftig gefarmt. Oh, Jace, er ist auch tot. Oh ne, er ist nicht tot, lol. Erstmal alles chillig und willig, meine Freunde. Ich heal auch alles nochmal ganz gut weg. Okay. 30 Sekunden, dann ist er tot. Mir fällt auf, mein Champion Pool ist irgendwie immer mega komisch. Ich glaube, ich habe noch nie richtig Meta gespielt, oder? Ich habe einfach immer nur das gespielt, was mich gebockt hat. Ich lasse mich mal hier ein bisschen anhitten. Er kommt langsam in die Mega-Nahform. Die warten wir ab. Genau, push. Greif an, greif an, greif an. Wir machen Bro-Lane, Digga. Du farmst, ich farme. Okay, das Kenne nehme ich noch mit. Abgesteckt. So dumm. So dumm einfach. Nein, ich krieg keine Patten. Nein! Schade. Ja, was soll ich machen? What? Ah, okay, da ist eine. Okay. Ich habe halt die. Dadurch, dass ich hingetiefert habe, habe ich ja Pressure erzeugt. Durch die Gegner da weggehen mussten. Ich habe sein Tipi gerade nicht im Auge. Jetzt bin ich mega strong. Jetzt bin ich mega, mega strong. Also ich brauche immer noch meine Ulti. Aber für ihn reicht das aus.
Krass, mein Team lobt mich. Oh mein Gott, Digga! Mein Team ist lobt mich! Nein, Spaß. Wisst ihr, worüber ich sogar mit Nasus früher mal nachgedacht habe? So, warum hole ich mich einfach Yandris? Ich glaube, Yandris ist immer mega broken. Das kann ich mir leider nicht mehr kaufen. Also, ich kann es mir schon kaufen. Was ist das? Ein Müll-Item? Oh, oh. Kennen. Oh. Die Nasus sieht so stumpf aus. Ich meine, er ist so stumpf, ne? Aber. Das ist immer mega weird. Jetzt kenne ich die eigentlich noch. Also ich lasse Tommy generell noch kurz stehen. Und die Nine damit nochmal CS. Okay. Hat sich wahrscheinlich safe gefühlt, weil Eve da ist. Ja, yeah, I'm out of here. Denn Eve ist hier. So, normal bin ich weg. Uff, aber das kenne ich haben. Das sind einfach zu viele Stacks. Ah, ich gehe Frozen Heart als Fettens. Einfach nochmal die extra Haste, die da wieder drauf ist. Zu gut, um sie nicht zu nehmen. Uff, der tut mir mega leid. Da bin ich wohl der bessere Schlumpf. I think he dead. Das hat aber richtig gescheppert. Haben wir Cassie noch bekommen? Ne, haben wir nicht. So, Drache ist in einer Minute. Okay, ich werde dann Ulti und Dinges dann halt dann dafür ready haben. Das passt. Dann kann ich sagen, oben nochmal Pressure an. Solange ich den nah aufhalte, dass er nicht da nicht hinmove, ist völlig fein. Wie viel Haste haben wir? 29 ist, ja, I guess, oder? 29%? Dafür, dass ich nicht so viel habe, I guess, oder? Mal gucken, ob die den stornen können. Also, wenn die jetzt nicht Ja gesagt hätten, wäre ich jetzt nicht nach oben hingegangen. Deswegen hoffe ich echt, dass die es hinbekommen. Einfach TP, um hier auch nochmal was zu sagen. Let me split bot. Alter, nee, das ist unser Herald.
Uff, die arme Tristana. Ich habe echt voll viele Stacks, krass. Nice Mini-Block. Easy, Leute, easy. Ich glaube, ich hole mir nochmal die CDR von Dingens. Den Scheiß hier zuerst. Wo ich die anderen Müll ausbaue. Einfach nur wieder hier die extra CDR, dass ich wieder ein bisschen mehr spammen kann. That's completely fine. Und danach werde ich wahrscheinlich mit Force of Nature und Deadmans arbeiten. Alter, ich bin 4 Level über Eve. Uff. Wir stacken alles hier, meine Freunde. Wir stacken hier einfach alles. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich kann gegen 2 fighten, ab 3 wird's kritisch. Also besonders halt dann, wenn ich Ghost, aber maybe könnte Thresh noch ein Problem für mich werden. Ey, ihr kleinen Bitches, ihr müsst auch wieder zurückkommen. Dass ich jetzt deren Base aufgecrackt habe, ist ein Riesenproblem für die. Ja, da gehe ich weg. That's completely fine. Okay. Like, I don't judge. Okay. Digga, der Typ tut mir so leid. Der Narr tut mir so richtig fucking leid, Mann. Das ist insane. Like, ich pop Ghost. Er kann machen, was er möchte. Ich lauf ihn runter. I don't care, Mann. Ah, warte, ich hab eh Zeit. Ich kann das hier ganz abfahren. So, und ich heil mich sogar an ihm hoch einfach. Ich höre auch einfach nicht auf zu scannen. Danke, neue Visage, dass du existierst. Die Nash gemacht hat, ich mich runter TP'd und das Game geendet. Na, ich slow push das einfach. Ich fahre mir alles wieder ab. Ist hier nichts mit Tempo aufbauen. Brauche ich auch gar nicht. Wie viele kommen zu mir? Ich muss ja echt aufpassen. Aber okay, weil ich muss das Tempo jetzt beschleunigen.
Brother, why would you? Es gibt kein Entkommen. Es sei denn, ich gehe den falschen Weg, dann gibt es einen Entkommen. Nein, fuck! Ah, ich wollte ihn noch haben. Aber jo, Leute, eine Runde Nasus für euch. In der Smurf-Queue. Leute, wir sind die besseren Smurfs. Die Gegner wurden outsmurft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bin ich auch erstmal weg. Tschüss, tschüss. Hau dir rein. Und bis zum nächsten Mal.